Wie würde es also aussehen, wenn Coda ein Spiel machen wollte, in der er mit jemand anderen außer sich selbst spricht? Für mich steht diese Umgebung für Codas Rätsel. Zwei Türen auf beiden Seiten und Dunkelheit dazwischen. Man sieht gleich, dass dies künstlerisch besser ist als die vorherigen Spiele. Auch dieses neue Chat-System, das er von nun an verwendet, ist besser. Hier beginnt er seine Arbeit mit deutlich mehr Aufwand visuell zu gestalten. An diesem Spiel hat er deshalb 2 Monate gearbeitet. Nach der anstrengenden Gefängnisreihe ist der Hausputz fast erfrischend. Es ist der Moment nach einer besonders schwierigen oder traumatischen Erfahrung, in dem man das Ganze zur Ruhe kommen lassen möchte und verdauen muss, bis es einen Sinn ergibt. Ich weiß, dass Coda dieses Spiel wirklich mochte. Das war das einzige seiner Spiele, bei dem er mich um meine Meinung gebeten hatte. Das war während eines Zeitraums von ein paar Monaten, in dem er ständig wahnsinnig glücklich und zufrieden war. Er lief ständig mit einem Lächeln herum. Ich bin froh, dass er das gemacht hat. Ich bin froh, dass er ein bisschen Frieden gefunden hat. Das kann aber natürlich nicht ewig dauern. Die Musik geht zu Ende, der Begleiter ist weg und es ist Zeit zu gehen. Die Tür da oben ist jetzt auch offen. Auch hier kannst du nicht lange in der Dunkelheit bleiben. Das geht einfach nicht. Du musst dich bewegen, um am Leben zu bleiben. Welchen Sinn haben also nun diese Rätseltüren? Dass man sich früher oder später aufraffen und weitergehen muss? Ich dachte, dass das der Sinn wäre. Das hier wird ein bisschen albern.
Etwa zur Hälfte des Spiels ändert sich die Perspektive. Und du übernimmst die Rolle des Lehrers. Und plötzlich stellt man fest, dass der Lehrer genauso voreingenommen und ängstlich ist, wie man selbst. Übrigens kannst du jetzt im Klassenzimmer herumlaufen. Das hier hat es mir sehr angetan. Für mich ist es eine der am besten nachvollziehbaren Erfahrungen überhaupt. Man geht davon aus, dass irgendeine andere Person in jeder Hinsicht perfekt ist. Und übersieht dabei all die kleinen Fehler, die die Person erst menschlich machen. Über dieses Spiel denke ich zurzeit viel nach. An diesem Spiel hat Koda sehr viel länger gearbeitet als an allen anderen. Zwischen diesem Spiel und dem letzten vergingen 4 Monate. Das ist doppelt so lange wie bisher für alle anderen Spiele. Und dabei ist es noch nicht einmal besonders kompliziert. Ich erinnere mich, dass ich es damals etwas sonderbar fand. Das Spiel endet mit einer unheimlichen Vorahnung auf das, was in Kodas Leben als nächstes geschehen sollte. Die Lösung für seine Angst vor sozialen Kontakten, die Angst, Leistung bringen zu müssen, dem Erfolg hinterherlaufen zu müssen. Für Koda lag die Lösung hierfür im Rückzug. Er wollte sich einfach verstecken. Und das führt zu Szenerien wie den Treppen vorhin, auf denen man immer langsamer wurde. Szenarien, in denen es immer schwieriger wird, zu Kodas Innenleben vorzudringen. Er zieht sich immer mehr zurück und schreckt vor Beziehungen zu anderen zurück. Als ich dieses Spiel zum ersten Mal spielte, hielt ich es nicht für sehr gesund. Auf mich machte es den Eindruck, als suchte er nach Argumenten für seine Abkopplung von der Welt. Und das wünsche ich mir weder von ihm noch von seinen Spielen. Denn ich meine, dass mich viele seiner Spiele einladen, eine Verbindung herzustellen und einer Person etwas näher zu kommen. Aber was kann man machen? Nach diesem Spiel verschwand Koda und tauchte nach 5 Monaten mit einem neuen Spiel auf.
Wenn du es noch nicht gemacht hast, solltest du am besten die Augen öffnen. Sonst lässt es sich auf keinen Fall lösen. Und es gibt übrigens eine Lösung. Wie gesagt, ich machte mir Sorgen. Zunächst einmal hatte er in seiner bisherigen Arbeit nie so deutlich gesagt, was er dachte. Warum jetzt auf einmal? Und was noch merkwürdiger ist, seine Arbeit schien auf einmal kein Ventil mehr zu sein. Er kann zwar all die Ideen weiterverwerten, aber ihm fällt einfach nichts Neues mehr ein. Und privat war er viel distanzierter als gewöhnlich. Vielleicht kennst du das, wenn Personen alles, was man sagt, abfedern, um wieder auf Distanz zu bleiben. So in etwa war das. Zu diesem Zeitpunkt habe ich mir zum ersten Mal so richtig Gedanken darüber gemacht, ob Koda meine Hilfe bräuchte. Von hier an werden seine Spiele noch verzweifelter. Nach diesem Spiel braucht er fast 6 Monate, bis er etwas Neues zu Ende bringt.